diese Bürsten bei uns zu Hause und ich würde dich mal richtig sauber kriegen. Nein, die kratzen sicher. Na, wie bin ich gefahren? Toll. Achim Lauritzen. Sie suchen doch ein Testament, oder? Ich hätte da zufällig eins. Dachte ich mir doch. Moment! Das Original ist für Sie, die Kopie ist für mich. Ich werde sie mir rahmen lassen. Tja, jetzt sind Sie reich. Eigentlich könnten Sie Ihre Schreibmaschine verschrotten und nur noch Herthas Rosen gießen. Aber nicht, dass ich mich auf der Titelseite des Morgenexpress wiederfinde. Ach ja, und noch etwas. Evelyn sollte auf keinen Fall erfahren, was in Rom los war. Sonst erwürgt sie mich noch. Also, wir sind quitt, ja? Ja. Gestatten Sie? Na, das war doch was anderes als immer dieses Hoppa, Hoppa, Reiter, was? Na, das schau. Oh. Sie haben auch noch fotografiert. Ja, mein Kleine. Hey! Oh, hey! Was ist denn? Ja, was ist denn? Sie sind sie noch zu retten? Wissen Sie, wie alt das Kind ist? Aber es hat dir doch sehr gut gefallen. Ich Nane, was Sie da treiben, ist doch Wahnsinn. Nane hat Prüfung heute, die lernt. Regen Sie sich nicht auf. Ich kann reiten, ich weiß, ich mein Rittmeister. Was hat unsere gute Heckenwinde? Ist ja ein braves Pferd. So. Guten Morgen, Comtesse. Guten Morgen. Na, was macht die Karriere? Angelsächsisches Recht im Gegensatz zum deutschen Recht. Sehr interessant. Ja, es ist sehr interessant. Was willst du? Sag mal, interessierst du dich auch ab und zu für unsere Tochter? Wer als du? Du bist ja immer in Berlin. Komm, Schätzchen. Naja. Möchte ich dir nur sagen, dass deine Tochter mit ihrem klapprigen Urgroßvater ausgeritten ist. Hat sie wohl nicht alle. Kann sich selbst kaum auf dem Gaul halten. Jetzt komm, komm, ja? Wenn du dich nicht um Tina kümmerst, nehme ich sie mit nach Berlin. Ah ja? Und dann kümmerst du dich um sie. So wie du dich um mich gekümmert hast, nehme ich an. Du spinnst ja. Das werden wir wohl noch sehen, ne? Komm. Tina hat der Auftritt sehr gut gefallen. Ich wollte ja nur... Schon gut, schon gut. Lass dich vom Tobias nicht dumm anmachen. Ich sehe dich dann später, ja? Und viel Glück bei der Prüfung. Danke. Guten Morgen. Haben Sie Angst? Ja. Und ein schlechtes Gewissen. Angst ist ein schlechter Freund. Altes portugiesisches Sprichwort. Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Altes deutsches Sprichwort. Die warten doch alle nur darauf, dass ich durchfalle. Ich nicht. Schön. Dann hören Sie mich ab. Ja.
Die Byzantiner haben durch die Kodifizierung des gesamten älteren römischen Rechts, auf dem bis zur Gegenwart die Gesetzesgebung vieler europäischer und zum Teil überseeischer Länder in wesentlichen Teilen beruht, Bedeutsames geleistet. Die älteste der Gesetzessammlungen ist der Codex Theodorianus 435... 38. 438. In dem Kaiser Theodorius II. Die kaiserlichen Erlässe seit Konstantin dem Großen zusammenfassen ließ. Junge, das geht doch nicht. Nur ihr Vater, oder? Ja, aber... Außerdem kümmert sich Nane an Dreck um Tina. Machst doch alles du. Und ich mache es gern. Außerdem, Nane ist nicht so, wie du denkst. Du bist verletzt und darum ungerecht. Ich verstehe dich ja. Nein, du verstehst mich nicht. Vater versteht mich. Oh, auf einmal? Ja. Geht ihm auch alles auf den Nerv. Ja, Gräfin, jawohl, Comtesse. Das soll dein Vater gesagt haben. Nein, nicht direkt. Was passiert eigentlich, wenn Sie das Testament anfechten und dem Kleinen der Angeli hat das Erbe nicht geben? Was hat das mit dir zu tun? Bin ja auch ein Mensch zweiter Klasse. Das ist einer erst, wenn er selber glaubt. Vater und ich sind jedenfalls Menschen. Nicht Dritter und nicht Zweiter und nicht Erster Klasse. Weil ein Mensch nicht das wert ist, was er hat, sondern was er ist. Und was er ist, das bestimmt jeder selbst, nicht die anderen. Ich liebe Nane. Liebe. Dann gehe ich jetzt. Setz dich. Du wartest, bis Vater zurück ist. Sie unterschätzen den Wert unserer Zuchtpferde gewaltig, Herr Bosse. Na nun, das mag ja sein, aber... So ein Gaul ist doch eine ziemlich riskante Investition. Noch sind sie ja sehr lebendig und munter, aber in ein paar Jahren sind das alte Klapper. Ja, wenn Sie Pferde nicht mögen, warum wollen Sie dann gleich ein ganzes Gestüt kaufen? Meine Frau wünscht sich das so sehr. Darf ich? Also mein letztes Angebot, 4 Millionen, davon 2 Millionen Cash, den Rest in Raten von 500.000 per anno. Nun, ein bisschen mitfinanzieren müssen Sie schon. Wir müssen gar nichts, Herr Bosse. Von wem wissen Sie eigentlich, dass das Gestüt zum Verkauf steht? Connections, Gräfin. Connections sind das halbe Leben, also rufen Sie mich an. Meine Nummer haben Sie. Es war mir ein Vergnügen, Durchlauf. Kapitän. Lieber esse ich für den Rest meines Lebens Linsensuppe, bevor ich dem meine schönen Pferde verkaufe. Wenn wenigstens der Preis stimmen würde. Es gibt nicht viele, die sich das leisten können oder wollen. Ich fürchte, wir haben keine große Auswahl. Dann versteigern wir doch einfach in Bremen. Einzeln? Ja. Und die Ställe. Und die Weiden. Opitz, der Schweinebaron braucht Ställe. Also das hier ein Schweinestall? Sie müssen sich entscheiden, Frau Wölfin. Davor hat sich mein Mann immer gefürchtet. Ausverkauf. Ja, das tut weh. Ich weiß. Ich habe auch alles verloren. Es war nicht so viel, aber für mich war es alles. Ich habe mich lange und fest daran geklammert, bis es zu spät war. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Es tut Ihnen doch auch weh, oder? Warum gehen Sie nicht einfach? Sie sind frei. Weil ich sie liebe. Bitte, das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Ich sage Ihnen das nur, weil Sie mich gefragt haben und damit Sie wissen, dass ich voll und ganz für Sie da bin. Ich bin hier bei Ihnen, solange Sie mich brauchen. Ach, du meine Güte, ich habe ja meinen Termin fast versäumt. Ich sollte schon längst auf dem Revier sein. Hannes, danke. Thank you.
dem geht die Welt zugrunde. Tja, wenn schon, denn schon. Aber keine Sorge, der Schuppen ist nur geleast. Unser Geld steckt voll in der Produktion. Kommen Sie. Mir wäre lieber, Sie hätten was auf dem Konto. Auch das wird in Kürze der Fall sein, Herr Pfeiffer. Ich stehe mit einigen Investoren auf sehr gutem Fuß. Bitte nach Ihnen. Oh, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Sowas nennt man kreative Unordnung. Nina, und wo ist die Modeschöpferin? Das werden wir gleich haben. Sehr originell. Nur zu wenig Textilien. Körperstudien. Leonardo da Vinci hat auch nackte Menschen gezeichnet und trotzdem fantastische Flugapparate konstruiert. Bitte nehmen Sie Platz. Schauen Sie sich das inzwischen mal an. Ich bin gleich wieder da. Das wird die nächste Kollektion. Zieh dir was an. Komm, Pfeiffer ist da. Pfeiffer. Herr Direktor Pfeiffer. Vielleicht erinnern sich gnädige Frau. Der Herr, der deine Kollektion produzieren soll. Also los, steh auf! Verschwinden Sie, Laura, ich kann Sie stören. Sag diesem Kunstmaler, er soll sich das Bett doch über den Kopf ziehen und die Luft anhalten. Ist schon gut, ist schon gut. Mir ist völlig wurscht, mit wem du pennst. Aber wenn unser Geschäft darunter leidet, dann ist Schluss. Ja, ich komme. Sofort. Sofort. Und hau dir Farbe ins Gesicht. Du siehst ja aus wie dein eigener Schatten. Scheiße. Warum lässt du dir das bieten? Na, weil er recht hat. So. Und jetzt stoßen wir auf unsere blutjunge geschäftliche Beziehung an. Das könnte Ihnen so passen. Sagen Sie Ihrer Gräfin, dass ich nichts gegen eine Zusammenarbeit mit ihr habe. Nur, ich bin von meinen Geschäftspartnern an mehr Zuverlässigkeit gewöhnt. Besonders was die Zahlungsmoral betrifft. Damit wir uns richtig verstehen. In meiner Branche geht nichts ohne Vorkasse. Herr Pfeiffer, bitte, spielen Sie nicht den starken Mann. 200 Stück pro Modell, wie? Wissen Sie, was mich das kostet? Nö, nö, Lauritzen. Wie wollen Sie das bezahlen? Ich habe schon mehr modische Verbannen gehen sehen als Enten auf der Alster und Berg. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ist Evelyn da? Wir sind verabredet. Und Sie haben hoffentlich einen Scheck mitgebracht. Wie kommen Sie auf diese Idee? Ja, was glauben Sie? Ja, was glauben Sie denn, warum ich Ihnen Herthas Testament geschenkt habe? Wenn Evelyn schon zu Ihrem Gunsten auf das Schloss verzichtet, dann könnten Sie doch wenigstens mit etwas Bargeld rüberkommen, nicht? Deswegen bin ich hier, wie Sie sehen. Aber das geht nur Evelyn und mich etwas an, oder? Oh, Carina. Wo ist er denn? Herr Direktor Pfeiffer pfeift auf die Zusammenarbeit mit einer verpennten Alkoholikerin von zweifelhafter Moral und einem Konto mit fünfstelligem Minus. Es tut mir leid, Carina. Hören Sie, das macht nichts. Wir können uns auch ein andermal unterhalten. Ich meine, wenn Sie beiden sich aussprechen wollen. Nein, bitte, es ist okay so. Ist sonst noch irgendetwas, Achim? Oh ja. Ich reiße mir den Arsch auf, um die Firma über Wasser zu halten. Und da verlange ich von dir, dass du zumindest deine Arbeit machst. Und Sie, wenn Sie nur einen Funken Anstand im Leib haben, dann helfen Sie Evelyn aus diesem Dilemma. Sehr gern. Ich bin bereit, das Barguthaben, das Hertha meinem Sohn hinterlassen hat, sagen wir, als Einlage in Evelyns Firma zu investieren. Was einfach so und wenn irgendwas schief geht? Ich glaube an Sie. Ich meine, das ist kein Darlehen, das ist eine Investition. In ein gesundes Unternehmen und eine gute Freundschaft. Na, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber mit Beteiligung ist nicht. Warum denn nicht? Weil wir nicht blöd sind.
Wir sind gerade über den Berg und da lasse ich einen auf unseren Karren aufspringen, was? Sie kriegen Ihre Zinsen. Aber Gewinnbeteiligung läuft nicht. Wie Sie wollen. Aber Sie müssen sich um die Bank kümmern. Schulte glaubt nicht, dass die Dinge so leicht sein werden. Kein Problem. Es wird mir ein Vergnügen sein, gerade Schulte auf die Zehen zu treten. Also, sind wir uns einig? Ich meine, ich werde ins Jagdschloss ziehen mit Martin. Ich meine, ich habe meinen Job in Rom gekündigt. Eigentlich waren Sie recht froh, mich loszuwerden. Aber was wollen Sie hier machen? Ich meine, in Hamburg sind Sie ja auch, sagen wir mal, nicht ganz so erwünscht. Ja, bei respektablen Zeitungen. Aber der Morgenexpress nimmt jeden, der einen Skandal aufdecken kann. Beim Morgenexpress, Sie. Die Jeanne d'Arc der öffentlichen Meinung. Ich habe den Scheiterhaufen verlassen. Hören Sie, Evelyn, ich bin froh, dass wir uns wenigstens einig sind. Ich werde den Morgenexpress sofort abonnieren. Na los, fahr aus zu pfeifern, mach deinen Kniefall. Heute nicht, morgen vielleicht. Bist du verrückt? Was ist wichtiger als deine Karriere? Schau es dir doch selber an. Heute Abend. Christoph. Vernissage. Ist das nötig? Musst du jetzt auch noch mit seinen Bildern ins Bett gehen? Ja. Nun denn. Einen kleinbürgerlichen Geschmack hattest du ja nie. Evelyn sagt, sie liebe sie. Aber eins dürfen Sie mir glauben. In Wahrheit sucht sie bei jedem anderen Mann sowieso immer nur mich. Habe ich dir nicht gesagt, ich melde mich, wenn ich soweit bin. Und? Wie weit bist du? Setz dich und relax. Danke, aber ich habe eine Firma am Hals. Ja. Ja. Ja, du hättest Spekulant werden sollen, wie ich. Gabi, Süße, guck mal, wer da ist. Hallo? Sag mal, schämst du dich nicht, mir meine Freundin abzustauben? Nee. Ich bin der geborene Abstauber. Holst du uns was Kühles aus der Box? Tolle Figur, hm? Besser als deine. Also, was ist? Haben die Goldenbocks das Angebot geschluckt? Noch nicht. Aber der Köder ist ausgelegt und Sie fangen an, ihn zu beschnuppern. Das verstehe ich nicht. 5 Millionen ist doch mehr als genug für das Gestüt. Ich habe Ihnen erst mal nur 4 geboten. Denk an meine Provision. Was hast du? Ja, nur. Entschuldige, aber warum soll mir Ihnen das Geld für die Füße werden? Lass Sie doch zappeln. Harald, wir angeln hier nicht, wir schießen. Und ich brauche einen Blattschuss. Hast du das Telefon an Bord? Nun, na, wieso? Weil du jetzt sofort wieder anrufst und dein Angebot erhöhst. Ist das klar? Sag mal, bist du verrückt? Was soll denn das? Ja, das ist mir egal. Ja, aber mir nicht. Wenn ich schon den Deal für dich an Land ziehe, dann mache ich es auf meine Tour, nicht? Und ich kann nicht auf den Busch klopfen und ein paar Stunden später wieder antanzen. Okay, gut. Aber dann heute Abend. Zieh dir einen dunklen Anzug an und bring Gabi mit. Ja. Um die Suppe auszulöffeln, die du eingebrockt hast. Vernissage, was soll denn da? Evelyn Guldenburg gibt sich die Ehre. Und natürlich sind alle Guldenburgs versammelt. Und da wirst du, ganz en passant, dein Angebot erhöhen. Klar? Dein Geld.
So ist es. Also dann. Bis heute Abend. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Und denk, das ist Ihr Hund. Vorsichtig beim Einladen. Schon. Christoph, ich verstehe doch, dass es dir wehtut, die Bilder wegzugeben, aber du hast sie doch nicht gemalt, damit sie hier rumstehen, oder? Außerdem sind sie viel zu gut. Genau, zu gut, als dass jetzt irgendein Galerist Geschäfte mit ihnen macht. Diese Schmarotzer an der Kunst. Van Gogh ist verhungert und die verdienen sie goldene Nasen. Wenn es aber damals schon Kunstmarkt wie heute gegeben hätte, dann wäre der liebe Van Gogh sicherlich nicht verhungert. Christoph. Ich dachte, ich mache dir eine Freude. Ich dachte, die Bilder sind für Menschen, die sie sich ansehen und etwas dabei empfinden sollen. Hm? Du hast recht. Es tut eben weh, sie gehen zu lassen. Und darum glaube ich, ist es besser, wir gehen jetzt zu mir. Hm? Die kommen auch ohne uns zurecht. Komm. Christoph, komm. Laden Sie den Rest bitte ein und geben Sie den Schlüssel beim Hausmeister an. Also eigentlich geht das ja nicht. Unser Sekt hat bis jetzt jedem geschmeckt. Ja, davon bin ich überzeugt. Wie viel kostet denn Ihr Sekt? 29 Mark. Ja, stimmt so. Dankeschön. Können wir gehen? Na, eigentlich dachte ich, wir feiern Ihren Erfolg. Ob es ein Erfolg war, das erfahre ich erst heute Mittag. Ich glaube, ich habe alles versiebt. Versiebt? Verpatzt, vergessen. Also, kommen Sie? Nur einen Moment, mein Chauffeur ist mit dem Champagner unterwegs. Dann gehe ich allein. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Na, so habe ich mir unseren Abschied nicht vorgestellt. Ich mir auch nicht. Aber vielleicht bin ich doch nicht so gescheit, wie Sie denken. Aber so eine Prüfung kann man doch nochmal machen. Ja, im vierten Semester. Na, da kommt ja der Champagner. Also dann gehen wir. Nach Goldenburg. Nein! Ich kann jetzt nicht nach Hause, da werde ich verrückt. Bitte, wo immer Sie hin möchten. Die Welt ist groß. Ihre vielleicht, meine nicht. Steigen Sie ein. Wir fahren einfach ins Blaue. Ins Blaue? Wo ist das? Überall. Arschu, fahr einfach los, bis wir ans Wasser kommen. Ja? Wirklich? Okay, okay. Gut. Gut. Ich sag's Ihnen. Ach, Giu. Ja, ich werde Sie ausrichten. Obrigado. Guten Morgen. Na und? Na, Ihre Freundin lässt Ihnen ausrichten, dass Ihr Name auf der Liste ist. Gratuliere. Sie haben mich versiebt. Ja. Oh, und es ist wirklich wahr. Ich liebe gescheite Frauen. Und ich liebe Männer, die gescheite Frauen lieben. Schön bin ich nicht, aber reich. Und was den Augen an Glanz fehlt, ersetzen 8 Karat. Allemal. Ja, ja. Tolle Klunker. Aber schön bist du doch auch so. Ich muss doch auf deine Verlobte einen guten Eindruck machen. Verlobte? Hast du schlecht geträumt?
Ich habe mir erlaubt, Herrn Strobel und seine Tochter einzuladen. Der zukünftige Geschäftsführer von Balbeck braucht dringend eine passende Frau. Barbara Strobel. Die Tochter des Weißblechkönigs ist doch keine schlechte Partie für unseren Betrieb. Was ist? Sag mir, ob ich auf der richtigen Schiene bin. Ich soll Barbara Strobel heiraten und dann, quasi als Mitgift, machst du mich zum alleinigen Chef von Balbeck? Guldenburg ist ein so großes Schloss und so einsam. Da freut man sich doch, wenn Enkelkinder zu Besuch kommen. Du spinnst! Ja. Guten Abend, Christine. Guten Abend. Guten Abend. Hollander ist auch da. Wenigstens was. Ich dachte, wir sind zum Vergnügen da. Hollander geht mir aus dem Weg in letzter Zeit. Das ist ja eigenartig. Ja, vielleicht ist ihm die Geschichte mit Herthas Testament immer noch peinlich. Das ist doch nicht seine Schuld. Ah, die Gastgeberin. Oh, wie schön, dass ihr gekommen seid. Danke, grüß dich. Guten Abend. Ich habe das große Glück, den Künstler persönlich kennenzulernen. Das ist Christoph, Professor Christoph. Gräfin Guldenburg? Freut mich. Und das ist Herr von Mehrungen. Abend. Ich hoffe, Sie können mit meinen Bildern etwas anfangen. Ja, Sie sind sehr produktiv. Kunst ist nicht produktiv. Kunst ist überflüssig. Mhm. Ja, ich hoffe, es macht sich bezahlt. Was, kostet denn so ein Werk? Na, also wenn Sie das fragen, dann können Sie es sich nicht leisten, Herr von Mero. Es handelt sich hier um Fantasiepreise und Evelyn hat viel Fantasie. Also in jedem Bild stecken mehrere Monate Arbeit, also da finde ich 20.000 fast geschenkt. Ich hole euch was zu trinken. Danke. Danke. Ich kann nicht mehr. Ich gehe noch. Bitte. Ich habe zwei Bilder verkauft und Frau Balbeck wird auch noch eins nehmen. Bitte, Professor, mach nicht so ein Gesicht. Lächel doch. 40.000 Mark sind doch nicht schlecht. Komm. Ich will kein Geld. Ich bin gerne brotloser Künstler. Ach komm, wie langweilig. Komm. Na, mein Lieber. Was ist? Die Gräfin ist jetzt da. Also los. Mehrung vielleicht. Meinetwegen. Aber dann gleich. Ich habe keine Lust, hier länger als nötig Partygast zu spielen. Dann verzieh dich. Wenn er dich hier mit mir zusammen sieht, könnte er auf Gott weiß, was für Gedanken kommen. Du weißt, wo ich zu finden bin. Von Mehrungen. Ah, guten Abend, Herr Boss. Was würden Sie sagen, wenn ich für das Gestüt nicht 4, sondern 5 Millionen biete? Könnte das der Gräfin die Trennung von ihren Pferdchen erleichtern? Auf Sylt kann man keine Steuern sparen. Und frische Luft gibt's auch in der Schweiz. Ach. Tja, aber dafür ist sie da dünner. Und wo in der Schweiz? In Luzern. Luzern. Auf dem Bürgenstock. Nobel. Bürgenstock. Ja, da war ich auf meiner Hochzeitsreise. Wunderbar. Ja, kommen Sie uns doch mal besuchen. Eine fabelhafte Idee. Nicht wahr, Mutter? Wir könnten ein bisschen Höhenluft gebrauchen. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich muss mich mal um die Gräfin kümmern. Ja, tut das. Bier und Bier gesellt sich gern. Hm? Barbara, seien Sie so lieb, holen Sie mir was zu trinken. Aber passen Sie auf, dass Jan Sie nicht sieht. Ja, er ist sehr um mich besorgt.
20.000 und es gehört Ihnen. Vielleicht gibt Ihnen Ihre Ex-Frau einen Familienerbe. Was soll denn das? Suchen Sie Streit? Nein, ich wollte Ihnen ganz höflich sagen, wenn Sie mit Evelyn weiter so umspringen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Dass du nur gekommen sein solltest, um uns den Abend zu verderben, kannst du eigentlich gleich wieder gehen, Achim. Sag das lieber deinem Schwarm hier. Ich bin gekommen, um mich zu amüsieren. Und bis jetzt war es sehr amüsant. Vergiss ihn. Ich rufe Sie an, Gräfin. Im Augenblick kann ich Ihnen beim besten Willen nichts sagen. Vielen Dank, Doktor. Guten Abend, Gräfin. Guten Abend. Sie haben meinen neuen Vertragsentwurf erhalten? Ja, das habe ich. Ja, und? Unser Anwalt wird ihn prüfen. Und wenn er keine Bedenken hat, dann... Oh, ja. Ihr Misstrauen irrt mich, aber in diesem Fall ist es völlig überflüssig. Außerdem drängt die Zeit. Wir haben die Amerikaner schon viel zu lange hingehalten. Und die Konkurrenz aus Bayern schläft auch nicht. Sie werden von uns hören. Wie ich bereits höre, bastelt Ihr Herr Ambusch an einem Leichtbier. Wer sagt das? Keine Angst. Ich werde es nicht weiter sagen. Sie legen sich ein neues Image zu. Sie bringen ein neues Dosendesign heraus. Wer sagt das? Keine Ahnung. Werde ich nicht weiter sagen. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ja? Glauben Sie, ich merke das nicht? Also erstens. Erstens. Laufen Sie hinter der Gräfin her wie ein Kalb hinter seiner Kuh. Und zweitens. Machen Sie sich lächerlich. Die Gräfin ist doch ein paar Nummern zu groß. Und drittens. Sind Sie doch nur scharf auf Guldenburg. Sie sind betrunken. Ja. Und Sie sind schuld daran. Herr von Mehrungen, ich möchte gerne gehen. Nana ist sicher schon zu Hause und sie hat ja heute eine schwere Prüfung. Selbstverständlich. Ja. Was hat sie? Morgen einen gewaltigen Kater. Danke nochmal. Schönen Abend. Die habe ich schon längst verpasst. Und die nächste werde ich auch passen lassen. Und die übernächste? Die nehmen wir zusammen. Nach Brasilien. Ich nehme dich mit. Das geht nicht. Wenn man will, geht alles. Ich will schon. Aber ich kann nicht. Aber tanzen kannst du. Hm? Komm. Privatphilosophie zu euch gelegen. Bis jetzt hat sie wunderbar funktioniert.
poco a poco. Ein Schritt nach dem anderen. Imagine. Stell dir vor, was du willst. Und dann, Schritt für Schritt, gehst du darauf zu. Ganz egal, wie weit es auch sein mag, wann bist du da. Wo? Bei dir. Oder bei mir. Bei mir? Lieber bei dir. Okay, let's go. Ich muss jetzt nach Hause. Komm. Komm. Ich bin dich spät. Hä? Du kannst doch jetzt nicht gehen. Nein, eigentlich nicht. Liebst du mich wirklich? Dann solltest du mich verstehen. Ich habe ein Kind. Ich kann Katharina nicht einfach im Stich lassen. Ich dich nicht. Sowieso nichts. Man muss was tun, das hilft. Was soll Tobias denn tun? Er ist alt genug. Und es ist sein Leben. Und seine Freundin und sein Kind. Du kommst jetzt auch. Morgen ist ein langer Tag. Tobias, komm, das hat doch keinen Sinn. Bis morgen. Du wach. Gute Nacht. Was wollen Sie von Nane? Sie machen sie nur verrückt und hauen dann wieder ab nach Brasilien. Ich bin hier. Und ich liebe sie. Das glaube ich Ihnen gern. Sie lieben Nana, aber ich bete sie an. Guten Abend.